So, da wären wir wieder. In der letzten Folge haben wir Besuch bekommen von der Karawane hier. Mit denen haben wir auch schon Handel betrieben. Aber jetzt haben wir immer noch den Diplomaten da. Der spricht nämlich gerade mit dem Girugon. Tut er das denn? Girugon wurde Expedition Leader. Er wurde also neu gewählt anscheinend. Und hier sieht man auch der Outpost Liaison sowie noch von Goden Etom ist eingetroffen, kurz vor der Karawane. Also Goden Etom ist dann wohl unsere Zivilisation. Gucken wir mal ganz kurz. Es gibt nämlich einen Punkt mit C, View Civilizations. Ja, Goden Etom. Die Seile der Opferung ist eine zwergische Zivilisation. Andere haben wir hier noch nicht, aber es gibt bestimmt andere. Aber die sehen wir halt erst, wenn sie mit uns in Kontakt treten. Auf die eine oder andere Art. Also entweder treiben sie Handel oder sie stehen vor der Tür und wollen unsere Festung einreißen. Eins von beiden. Aber lassen wir das Spiel jetzt einfach mal weiterlaufen. Denn es dürfte bald wieder ein neuer Bildschirm auftauchen. Mit den Sachen, die wir denn gerne hätten. Das hatte ich ja in der letzten Folge ja auch schon angesprochen. Wir können gleich auswählen, was wir im nächsten Jahr gerne bekommen würden und wie dringend wir das haben wollen. Und je dringender wir das haben wollen, desto teurer werden die Preise. Sind halt alles Kapitalisten. So, oh, unser Müllhaufen wird langsam ganz schön voll. Den sollten wir irgendwann sowieso woanders hinbringen, wollte ich gerade sagen. Und hier geht's los. Also wir haben keine wirkliche Auswahlmöglichkeit. Ich denke mal, das Fenster wurde eingefügt, damit man später noch andere Möglichkeiten hat. Aber jetzt können wir halt nur mit ihnen diskutieren. Hier haben wir jetzt links aufgeführt die ganzen Gruppen an Gegenständen, die es gibt. Also verschiedene Leder, verschiedene Metalle und so weiter. Und hier rechts dann die genauen Sachen, die man haben möchte. Also wir könnten jetzt dem Zwerg sagen, wir hätten ganz gerne Adlerleder und das ist uns tierisch wichtig. Dann bekommen wir halt nächstes Mal vermehrt Adlerleder, aber dann halt zum recht hohen Preis. Das heißt, dann sollte ich hier wirklich einschätzen, wie gerne man etwas hätte, wie viel man dazu bereit ist zu bezahlen. Wobei ich sagen muss, dass wenn man aus Steinen Crafts macht, hat man eigentlich nie wirklich Geldprobleme. Jedenfalls nicht nach dem ersten Jahr oder zwei. So, was hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne Hundeleder. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt anderes Leder hier auswählen. Aber ich habe mich nun mal darauf spezialisiert, das alles mit einer Tiersorte zu machen, sonst ist mir das zu nervig. Und das sind bei mir halt momentan Hunde. Nicht, weil ich irgendwas gegen Hunde habe oder so, sondern einfach, weil es sich so ergeben hat. Und sie halt im Notfall auch als Haustiere dienen und als Kriegshunde und so wie noch. So, also wir wollen schon mal... Manu? Genau, wir wollen Hundeleder haben. Wir wollen Holz haben. Und da will ich so ziemlich alles haben, außer Fungiwood, weil das ist gelb. Und es gab noch irgendwas, was eine andere Farbe hatte. Ich weiß aber nicht mehr, was das ist. Na gut, das alles auf Plus. Dann hätte ich noch gerne Eisen. Das ist aber nicht ganz so wichtig, da wir eh noch keine Schmiede haben. Ich hätte gerne Bronze, weil das fast so gut ist wie Stahl. Und ich hätte gerne Stahl. Theoretisch könnten wir jetzt alle anderen Barren auch noch ein-, zweimal holen. Denn die Zwerge haben ja Vorlieben. Und darunter fallen auch Metalle. Und wenn man denen eine Statue aus Gold in ihren Raum stellt und wenn sie Gold lieben, was bei vielen der Fall ist, dann kriegen sie halt noch mehr positive Gedanken. Aber das ist Micromanagement für später. Und wir haben momentan noch nicht ganz so viele Ressourcen, dass wir jetzt uns alles hier einfach erkaufen können. Also scrolle ich mal weiter durch. Wir brauchen keine Blocks, wir brauchen keine Gems, wir brauchen keine Seeds, wir brauchen... wir bräuchten eigentlich noch ein, zwei Ambosse, denn ich will später mindestens zwei Schmieden haben. So, Waffen. Ich hätte gerne Äxte, sogar ziemlich dringend. Dann gibt es noch Rüstung, ja, bräuchten wir eigentlich auch, aber wir können hier halt nicht direkt einstellen, was wir denn gerne hätten. Also wenn ich jetzt Helme nehmen würde, dann können wir auch Lederhelme bekommen. Oder Helme aus irgendeinem Metall, das wir nicht unbedingt haben wollen. Das heißt, ich lasse das einfach so, wie es ist. Wir haben ja gesehen, in der Karawane jetzt waren ja auch schon jede Menge Rüstungsteile drin. Die sind einfach standardmäßig mit dabei. So, Schilder nicht. Ich hätte aber gerne was zu trinken. Denn Trinken ist nicht besonders teuer und spart uns Arbeit. So, alles auf Maximum. Käse. Käse ist eine gute Abwechslung. Kostet auch nicht allzu viel. Da nehmen wir dann mal Kuhkäse. Fleisch. Da können wir unser Hasenfleisch mal aufstocken. Hier gilt das gleiche wie bei dem Leder eigentlich auch. Ich habe ungern sehr viele verschiedene Sachen.
Denn ich habe mal gelesen, je mehr verschiedene Fleischsorten und Essenssorten allgemein man benutzt, desto mehr Geschmäcker entwickeln sich bei den Zwergen. Also wenn jetzt Zwerge nur Hasen- und Hundefleisch essen, dann sind sie auch zufrieden damit und entwickeln dann halt Appetit auf Zwergen- oder Hundefleisch. Wenn wir jetzt anfangen, hier wilden Eberfleisch zu bestellen und zu verkochen, dann merken die Zwerge irgendwann, das ist ja lecker, und entwickeln den Appetit darauf. Und dann muss ich unbedingt wieder dafür sorgen, dass sie wieder genau das Fleisch bekommen. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber es hat mir Sorgen genug gemacht, dass ich darauf jetzt in der Zukunft verzichte. Muss man einfach mal im Auge behalten. Also, wo ist unser Hasenfleisch? Das war recht weit unten. Da. So, dennoch Fische. Wir hatten noch Pond Turtles. Davon können wir auch ein paar nehmen. Und sonst Stein brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Fässer könnte ich auch nehmen, aber die sind zum einen recht sperrig, also werden sie nicht allzu viele davon mitnehmen. Und sie haben, wie wir ja auch in der letzten Folge gesehen haben, die Eigenschaft, dass sie sich öfters mal verschnörkeln. Ob man dann 400 bis 600 Zwergendollar für ein so ein Fass ausgeben muss, das muss nicht unbedingt sein. So, was ich aber auf jeden Fall noch haben will, ist Coke und Charcoal. Das sind Sachen, die man braucht, um Metalle zu verschmelzen. Und wir haben momentan noch keine Mine, also keine wirkliche Mine, wo wir die Sachen abbauen können. Wir könnten zwar Holz verfeuern zu Kohlebriketts, aber ich mag mein Holz und ich benutze es lieber für andere Sachen. So, also das hätten wir gerne und damit sind wir eigentlich fast durch. Tools brauchen wir nicht. Leben brauchen wir auch nicht. Nö, damit sind wir jetzt durch. Dann drücken wir Escape. Und das war's fürs Erste. Wir werden jetzt gleich nochmal ein, zwei Bildschirme bekommen. Also einmal einen, um das Ganze zu bestätigen, dass wir sehen, was wir wirklich ausgewählt haben. Und dann noch eine Verabschiedung. Das war's dann aber. So, ich habe noch... Ah ja. Hier sieht man jetzt die Bestätigung. Das sind die Sachen. Ich scroll mal runter. Wir hatten Hundeleder bestellt. Und hier sieht man auch, wir haben die Priorität ganz hoch gestellt. Deswegen ist der Preis auf 205 gestiegen. Eigentlich war er nur bei 100. Aber das ist der doppelte Preis. Das ist, in meinen Augen ist das okay. Wie gesagt, wenn man etwas haben will, dann soll man halt auch mehr bezahlen. So funktioniert das nun mal leider. Also, Escape wieder raus. So, was ich jetzt sagen wollte eben gerade war... Ich habe auf der anderen Seite einen Fehler gemacht. Ich habe die Stricke hier auch designiert. Und da ich ein Symmetriefetischist bin, müssen wir das Ganze jetzt hier auch machen, auch wenn es keinen Zweck hat. Aber wir können ja später einfach irgendeinen Zweck uns ausdenken. Also hier irgendeine Treppe runter in Krypten oder sowas. Krypten müssen wir sowieso irgendwann mal anlegen. Denn irgendwann werden Zwerge auf jeden Fall sterben. Und wenn sie dann kein Grab haben, dann können die Verwandten schon recht grumpig werden. So, jetzt ist nochmal eine Bestätigung da gewesen. Ist alles okay? Und Akatana ist ein Planter geworden. Das ist auch schön. Oh, und ich sehe gerade hier diese roten X'e. Das sind unsere Floodgates. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wo wir die Schalter hinsetzen wollen für die Floodgates. Denn wenn wir die Schalter zu nah am Eingang machen, dann könnte ein Goblin durchhuschen und den Schalter betätigen. Und wenn Zwerge ausrasten, sollten sie auch nicht unbedingt in der Lage sein, an die Schalter ranzukommen. Achso, hier sind die Sachen, die die anderen Zwerge gerne von uns hätten. Die hätten ganz gerne Käse, Munition, Alkohol und Spielsachen. Ha, damit kann ich doch was anfangen. Das heißt, wir stellen nachher unsere Produktion von Crafts auf Spielzeug um, damit, wenn die Zwerge das nächste Mal kommen, wir unsere Spielzeuge dann teurer verkaufen können, als unsere Crafts vorher. Das können wir auch jetzt schon machen. Wir gehen einfach eine Etage runter. Wo ist unser Craft Dwarfs Workshop? Genau hier. Da drücken wir C, um das Ganze abzubrechen. Drücken A für New Task. Wir drücken G für Rock. Und wir wählen diesmal Z aus für Toys. Also jetzt bastelt er kleine Steintrompeten und Steinpuzzleboxe und halt alles andere auch aus Stein. Was ich ein bisschen komisch finde, aber sind halt Zwerge, ne? So, Escape. Spiel weiterlaufen lassen. Und die Verabschiedung. So, das heißt, der Liaison ist jetzt wieder weg. Gerugon hat also wieder Freizeit und das können wir ja gar nicht zulassen. Also drücken wir gleich wieder auf Bookkeeper. Also erstmal N für Noble Screen, dann auf den Bookkeeper, S für Setting und stellen das hier auf Highest Precision, dass er wieder schön den ganzen Tag an seinem Schreibtisch hocken kann. So. Ich sehe gerade, wir haben viel zu viele Eidler, das geht gar nicht. Wir haben keine Türen mehr, die wir aufstellen können und wir haben nur zwei Betten.
Also muss hier was getan werden. Und da ist noch jede Menge in der Warteschlange. Wir sollten vielleicht noch einen Zwergen abstellen für Holzhacken, damit der eigentliche Carpenter wieder ans Carpentern kann. Also Kredas. Der ist ja unser Wood. Also der ist unser Tischler. Das heißt, ich glaube, ich nehme jetzt einen von den Pawns oder den Haulern und mache den zu einem Cutter. Ja, okay. Also drücken wir bei Kredas mal auf C für Zoom Creature. Haben jetzt hier P für Preferences, L für Labor. Und da deaktivieren wir mal bei Woodworking Woodcutting. Zum einen, damit er jetzt nicht rausläuft und Bäume hackt, obwohl er Betten bauen soll. Zum anderen, damit er seine Axt loslässt. Denn die Axt brauchen wir ja zum Holzhacken und wir haben, soweit ich weiß, nur eine einzige. So, Escape. Dann nehmen wir uns jetzt mal einen von den neuen. Nehmen wir unseren Spinner. Und ich hole meine Liste. Nehmen wir mal ihn hier. Wir drücken wieder... Ne, diesmal drücken wir V, Y, N und Webster. So. Und seine Aufgabe ist Cutter. Nicht Cutter. Cutter. So, Escape, Escape. Dann gehen wir auf C. Und gucken mal, was er bisher ausgewählt hatte. Irgendwas hatte er hier nämlich. Ja, Spinning soll er nicht. Soll gar keiner, weil wir haben keine Wolle. Dafür darf er jetzt bei Woodworking Woodcutting haben. So, Escape, Escape. Schauen wir mal kurz vor die Tür. Haben wir überhaupt noch genug Bäume designiert? Ja, ein paar da unten. Das heißt, unser Webster müsste jetzt eigentlich sich die Axt schnappen von Kredas und rausgehen. Und das schaut gut aus. Da ist Webster. Gehen wir mal auf Inventar mit I. Oder er hat sich eine andere Axt genommen. Und zwar eine Holztrainingsaxt. Und damit geht er jetzt Holz hacken. Es geht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen langsamer. Das heißt, wenn ihr nicht genug Äxte habt und ihr braucht ganz dringend Holz, dann benutzt einfach 3-4 Stämme, um daraus Trainingsäxte zu machen und schickt dann die 5 Zwerge los mit den Äxten, um noch mehr Holz zu holen. Macht zwar nicht unbedingt Sinn, aber in der Not macht der Teufel halt komische Dinge. So, die Hauler holen das ganze Holz rein, das ist gut. Trotzdem haben noch zu viele Leute nichts zu tun. Deswegen lassen wir die Miner hier mal wieder arbeiten. Also drücken wieder I für Up and Down. Und wir dürften ja eigentlich noch ein paar Etagen runterbuddeln dürfen, ohne auf die Höhlen zu stoßen. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Denn ich habe mir, als ich auf der Arbeit war, ein bisschen Kopf gemacht, was wir hier noch alles haben wollen. Und wir brauchen tierisch viel Platz. Also ich werde höchstwahrscheinlich hier drüber noch einen Turm hinsetzen, über mehrere Etagen, wo denn die Zwerge extra Wohnräume haben. Denn ich habe ausgerechnet, wenn wir später einen Fort haben mit 200 Zwergen um die Fähr, brauchen wir allein 10 Etagen für Schlafräume. Ja, und wenn wir jetzt hier nochmal 10 Etagen runterbuddeln würden, dann stoßen wir auf jeden Fall auf die Untergrundhöhlen. Das heißt, wir buddeln jetzt hier noch 3-4 Etagen runter, um Platz zu haben für Workshops. Also für eine Weberei, für eine Lederei, für Edelsteine, für die Schmiede und so weiter. Also 3-4 Etagen runter. Und dann halt von hier aus nochmal so ein 21x21 Block, wo dann eigentlich nur drin geschlafen wird. Wobei ich den, glaube ich, ein bisschen weiter nach oben setze. Dass hier so ein kleiner Abstand ist, den wir im Notfall abriegeln können. Dass, falls dieser Turm hier fällt, weil er überrannt wird von Goblins, wenigstens der andere Turm noch steht. Und wir da dann uns einbunkern können und so lange ausharren, bis wir genug Axtzwerge trainiert haben, um den anderen Turm hier wieder einzunehmen. Also ja, das ist mein langfristiger Plan. Jetzt wollte ich aber eigentlich hier unten das alles auch designieren zum Ausminern. So. So. Und machen wir gleich noch eine Etage, damit unsere Miner auch schön was zu tun haben. So. Das müsste stimmen. Also ich gehe mal zu dem Mittelpunkt und drücke dann Shift und eine Pfeiltaste. Dann weiß ich, ich bin 10 Felder gesprungen, gehe dann nochmal einen runter und setze dann da meine 3. So müsste das eigentlich immer schön symmetrisch sein. So, das auch noch. Und drückt jetzt die Daumen, dass da ordentliche Steine bei rumkommen. Aber ich vermute mal, es wird weiter Chert sein und das andere. Das müssen wir dann schauen.
Also wenn wir in der ganzen Umgebung hier nur rote und orangene Steine haben, dann müssen wir uns halt irgendwann entscheiden, welches davon wir als Hauptmaterial nehmen. Und dann wird unsere ganze Festung halt orange oder rot. Oh, da ist grauer Stein. Sehr schön. Wobei wir auch später einfach so eine kleine Abzweigung hier machen könnten und dann Minen bauen. Also Minen ist eigentlich kein Unterschied als zu dem ganz normalen Rausbuddeln. Minen sage ich nur dazu, weil ich dann halt solche Strukturen baue. Das designiere ich jetzt nur, das werde ich nicht wirklich bauen hier. Das wäre dann ein langer Gang. Unter den Abständen von 3, 4 Feldern würde ich hier so reinbohren, um zu gucken, ob da irgendwelche interessanten Steine sind. Denn hier auch wieder, da auch wieder. Das wäre dann für mich eine Mine. Und wenn wir irgendwo was finden, dann buddeln wir genau den Flöz aus. Hieß doch Flöz, oder? Wenn man so eine Ader ausbuddelt. Naja, das würde dann ungefähr so aussehen. Da holen wir dann die wichtigen Sachen raus und dann suchen wir weiter nach dem nächsten guten Platz, wo man was finden könnte. Das ist für mich eine Mine. So, X. Das kommt alles wieder weg. So. Aber ja, es ist schön, dass hier wenigstens mal ein paar graue Steine gefunden wurden. Denn farbliche Steine mag ich echt überhaupt nicht. Ich habe früher teilweise sogar die INI-Dateien so verändert, dass alle Steine grau waren und auch alle Edelsteine grau waren. Einfach nur, damit alles gleich aussieht. Aber die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht. Außerdem wäre es für euch vielleicht ein bisschen zu langweilig. Ich weiß ja nicht, wie ihr da gestrickt seid. So, ja, das wird eine ganze Weile dauern. Und wir haben nur noch 2 Eitler, das ist sehr schön. Dafür haben wir immer nur noch 2 Betten. Was macht Kredas denn? Kredas ist am Arbeiten. Hat wohl gerade ein Bett fertiggestellt, müsste eigentlich abgeholt werden. Und ja, schön, schön. Dann können wir weiter hier mit BB die Betten verteilen. Und ich achte jetzt auch erstmal nicht auf die Qualität. Das müssen wir dann später aussortieren. So, ich will einfach erstmal, dass jeder ein Bett hat, wo er schlafen kann. Und noch müssten wir mit dem Platz hier auch hinhauen. Also das werden ja später die Kasernen. Aber wir benutzen es erstmal als unsere Hauptschlafräume. Und verteilen später alles in den anderen Turm. Das ist allgemein eine gute Idee. Denn wenn man von vornherein die Festung schon so ausbaut, wie sie später sein soll, hat man viel zu viel Arbeit. Also ich hätte ja von vornherein das hier alles schon designieren können. Aber dann wären unsere Minenarbeiter nie zum Stillstand gekommen und wir hätten allgemein sehr viel zu tun gehabt. Deswegen macht es für mich mehr Sinn, sowas in Etappen zu machen. Also wir bauen erstmal so einen kleinen Vorposten, richten uns da ein, bauen die Workshops, also die ersten, wie hier zum Beispiel auch. Die können wir inzwischen schon wegnehmen. Wir hatten ja am Anfang nur diesen Raum, hatten hier jeden Workshop reingepackt. Jetzt haben wir aber oben die richtigen, größeren Workshops, das heißt, die können wieder weg. So, alles weg. Mit X und X und... Ne, den nicht. Ich glaube, wir haben noch keinen neuen Butcher, oder? Gucken wir mal kurz hoch. Ne, wir haben keinen Butcher. Die beiden müssen noch da bleiben. Aber ja. Alle schön etappenweise. Erstmal ein kleines Fort, dann ein größeres Fort dahinter oder daneben oder wo auch immer. Oder das eigentliche Fort ausbauen. So ist das wesentlich angenehmer, als wenn man gleich alles riesig plant und dann nicht wirklich den Überblick behalten kann. So, und ein Tier ist da gerade am Verhungern. Was ist das? Das Baby-Lama. Oh nö. Das schicken wir mal raus vor die Tür, auch wenn das nicht wirklich wesentlich sicherer ist, als zu verhungern. Wir drücken mal I, war das, glaube ich. Das ist nämlich eine relativ neue Funktion, die kenne ich noch nicht so. Also, dass die Tiere Gras brauchen, das gab es früher nicht. Dann designieren wir mal den Bereich hier. Und das ist jetzt nicht Animal Training... Clay, nein. Nee, das ist hier gar nicht. Ah, doch hier. N, Pen Pasture. So. Und dann Shift N für die genauen Details. Und dann können wir hier Tieren diesem Stall in Anführungszeichen zuordnen. Und dann nehmen wir mal die Henne. Ich wusste gar nicht, dass man Pets zuordnen kann. Das ist doch mal praktisch. Dann verfolgt das Küken nicht durchgehend den Gandalf. So, das Babylama kann hier auch noch hinten. Und die Katze und so weiter könnten wir auch alle hier hinpacken. Aber ich glaube, der Haken an der Sache ist, wenn die jetzt alle hier draußen sind, laufen sie zwar nicht mehr ihren Härchen hinterher und verursachen dadurch nicht so viel Leck,
Aber wenn die erste Invasion kommt, werden die ganzen Haustiere umgebracht und die Besitzer sind stinkig. Also schicke ich mal die Henne wieder zurück. Und nur das Lama muss hier draußen warten. Und das muss auch hier draußen sein, sonst verhungert es halt. Und dann ist der Besitzer auch stinkig. Also so oder so haben wir die Arschkarte. Aber gut, damit müssen wir dann klarkommen. Aber jetzt machen wir erstmal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder.